Brookhaven hasst mich. Ja, wirklich jeder, sogar ich mich selbst. Doch was kann ich dagegen tun? Cedric, hast du schon den Müll rausgebracht und die Küche geputzt? Nein, hab ich noch nicht. Ich musste gerade noch den Rasen mähen und das Auto putzen. Nein, Junge, es gibt keine Ausreden. Was wir sagen, wird gemacht, solange du unter unserem Dach wohnst. Boah, Alter, ihr geht mir so auf die Nerven. Manchmal, Mann, Leute, in meiner Familie mag mich wirklich niemand. Guck, da hat Doritos dabei, aber er gibt mir keine. Vielleicht kriegst du einen Krümel, wenn du all deine Aufgaben erledigt hast. Oh Mann, ich hasse dich. Du bist echt blöd. Oh Mann, Mann, guck, die hat auch Doritos dabei. Nee, okay, sie hat keine Doritos. Ich habe das runter gesehen und ich dachte, das wären Doritos, aber es sind leider keine gewesen. Und meine Schwester, die mag mich auch nicht. Die ist auch nicht wirklich viel besser. Hä, was willst du denn von mir? Ich gucke gerade Sadies Videos. Da muss man unbedingt einen Daumen nach oben drauf geben. So, und ich habe einen Daumen nach oben da gelassen und den Kanal abonniert. Fair enough, das finde ich sogar gar nicht mal so schlecht. Naja, Leute, egal. Auf jeden Fall, ich würde sagen, was sollten wir gerade noch machen? Ich habe vergessen, was wir machen sollten. Du hast wieder zu viel gelabert. In dieser Zeit hättest du schon dreimal den Müll rausbringen können. Zur Strafe musst du heute wieder in der Garage schlafen. In der Garage schlafen? Ist es dein Ernst? Oh Mann, ich hasse dich. Leute, wisst ihr was? Ich muss manchmal tatsächlich einfach in der Garage schlafen. Hier, guck, hier neben diesem komischen Quad, neben diesem Motorrad und dann hier in diesem komischen Zelt muss ich jetzt schlafen in der Garage. Mann, das macht überhaupt keinen Spaß. Und vergiss nicht, das Motorrad zu putzen, wenn du schon hier bist. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Weißt du was? Ist mir jetzt egal. Ich werde jetzt irgendwas essen auf jeden Fall. Oh Mann, Leute, okay, normalerweise darf ich das nicht essen, aber ich werde mir jetzt auf jeden Fall einfach mal diesen Apfel hier nehmen, weil sonst kriege ich heute wieder nichts zu essen. Oh Mann. Leute, ich nehme mal ganz kurz diesen Apfel. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Hey, hast du da gerade meinen frischen Apfel geklaut? Nein, hab ich gar nicht. Nein, nein, nein. Der war für deine Schwester gedacht. Sie macht gerade Diät, ja? Was? Mein Apfel hast du gegessen? Mama! Also schön, vielleicht solltest du mal einen kühlen Kopf bewahren und eine Runde im Kühlschrank verbringen. Was? Nein, du kannst mich doch nicht einfach in den Kühlschrank stecken. Hey, das kannst du doch nicht machen. Du kannst mich nicht einfach in den Kühlschrank stecken. Das ist illegal. Oh Mann, Leute. Diese Familie ist total blöd. Aber wow, hey, Moment, hier ist Schokolade, Leute. Und Milch und Pizza. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber keine Doritos. Hm, naja, schade. Egal, auf jeden Fall. Ich meine, haben wir hier ein bisschen was zu essen. Ja. Hier wird nichts gegessen. Für jeden Bissen, den du isst, bleibst du da eine Stunde länger drin. Das kannst du... Leute, das kann ich doch nicht ernst meinen. Oh Mann, ey. Oh Mann, jetzt kommen wir nie aus diesem komischen Kühlschrank hier raus. Oh Gott, okay. Leute, wir haben nichts gegessen. Wir legen einfach alles wieder zurück. Oh Mann, Leute, nicht mal im Kühlschrank dürfen wir was essen. Das kann so nicht weitergehen. Wir müssen daran irgendwas ändern, Leute. Hey, lass mich bitte raus. Ich werde den Müll rausbringen. Ja, ich verspreche es. Hm, schön, dass du endlich mal zur Vernunft gekommen bist. Na dann, komm raus. So, okay, gut. Wir nehmen einfach den Staubsauger und saugen ein bisschen Staub hier. Oh Mann, Leute. Oh wow. Ich sauge nicht den Staub vom Bogen, sondern von unter dem Boden. Aber ist auf jeden Fall auch cool. Kann man auf jeden Fall auch mal machen. Wir müssen irgendeine Lösung dafür finden. Irgendwie so hier oben vielleicht auch nochmal ein bisschen Staubsaugen. Hier ist eine Kamera sogar. Warum haben meine Eltern hier überall Kameras, Leute? Warte mal. Kameras? Das ist die Idee, Leute. Okay, pass auf. Wir müssen das irgendwie hinkriegen, dass wenn sie das nächste Mal mir irgendwas Gemeines antun, dass ich diese Aufnahmen vielleicht irgendwie an die Polizei bekomme oder sowas. Warum fährst du denn Motorrad im Haus? Naja, die darf das. Sie ist ja auch deine Schwester. Apropos, hast du jetzt endlich mal den Müll rausgebracht? Oh Mann, ich bin ja schon dabei. Ich kann nicht mal eine Sekunde Ruhe haben, Leute. Wo ist denn überhaupt der Müll hier? Es gibt überhaupt keinen Müll. Der Müll ist doch schon längst draußen. Habe ich das nicht heute Morgen schon gemacht? So, Cedric, wir werden jetzt kurz nochmal die Oper besuchen gehen. Und deswegen sind wir die Nacht über weg. Aber nicht, dass du denkst, dass du irgendwas Dummes anstellen kannst. Deine Schwester ist trotzdem hier und passt auf dich auf. Viel Spaß. Okay, viel Spaß euch auf jeden Fall bei der Oper, Leute. Das ist die Gelegenheit. Genauso können wir das hinbekommen. Ich glaube, sie ist sowieso abgelenkt. Hey, Schwesterlein, was geht ab, Mann? Ich bin am Marshmallow grillen. Geh bitte rein und geh mir nicht auf die Nerven. Ja, ist gut. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Mach das weiter. Oh Mann, Leute. Das ist die Gelegenheit. Ich muss irgendwie rausbekommen, wie wir diese komischen Kameraaufnahmen kommen, Leute. Okay. Warte mal. Oh Gott, das ist der verbotene Bereich, Leute. Hier darf ich normalerweise nie hin. Hier ist das Schlafzimmer meiner Eltern. Oh Gott. Wenn sie wüssten, dass ich hier wäre, dann... Dann bin ich die nächsten 2 Wochen in der Garage eingesperrt. Oh, warte mal, Leute. Hier ist ein Computer mit einem komischen Katzenbild. Aber egal, auf jeden Fall ist da ein Computer. Das hier ist das Büro meiner Eltern. Okay. Ganz ruhig, Leute. Wir gucken mal in den Computer rein. Perfekt, Leute. Seht ihr das? Hier sind die Kameraaufnahmen. Wir müssen einfach nur die Kamera irgendwie einstellen, dass sie aufnimmt und so weiter und so fort. Dann können wir die Aufnahmen an die Polizei bringen. Lol, mit dieser Kamera sieht man sogar das Lagerfeuer. Aber warte mal, wo ist meine Schwester eigentlich hin? Hallo, was geht ab? Alles gut? Was hast du denn hier oben verloren, Cedric? Ich hab gestaubsaugt. Ja, genau. Ich hab gestaubsaugt und die Klamotten habe ich gestaubsaugt und so weiter. Du weißt ja, ich bin immer
sehr fleißig und so. Also ich habe ganz eindeutig gesehen, dass du an Mamas Computer warst. Bitte sag's ihnen nicht, ja? Ich wollte nur ganz kurz ein YouTube-Video von Sandy gucken. Das verstehst du doch sicher. Ein YouTube-Video von Sandy? Na gut, wenn du einen Daumen nach oben da gelassen hast, ist das vielleicht in Ordnung. Aber damit ich nichts sage, musst du dir mein Schweigen erkaufen. Ach Mann, was willst du denn von mir? Also, du siehst doch diesen Tresor rechts von dir, oder? Ja. Den kann ich sehr gut sehen. Den habe ich vorhin auch gesehen. Ich versuche ihn schon seit Monaten zu knacken, weil mir meine Eltern ehrlich gesagt mittlerweile auch ein bisschen auf den Keks gehen. Aber ich krieg's leider nicht hin. Ich habe den Code leider nicht. Du hast den Code nicht, ja. Den habe ich auch nicht. Aber was genau hat das dann mit mir zu tun? Wenn du mir hilfst, den Tresor zu knacken, dann werde ich ausziehen und dich in Ruhe lassen. Und Mama auch nichts davon sagen. Okay, okay. Auf jeden Fall, ich werde dir helfen, den Tresor zu öffnen. Ich habe dafür vielleicht eine andere Sache in Planung. Okay, wir müssen jetzt aber auf jeden Fall mal schnell runter, weil ich glaube, Mama und Papa kommen bald wieder zurück nach Hause. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich gehe mal kurz in die Garage schlafen, ne? Viel Spaß hier noch beim Grillen. Oh Mann, Leute, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir werden uns jetzt hier auf jeden Fall noch mal ganz kurz in das Zelt legen und wir sehen uns dann morgen wieder. Und ich habe schon eine Idee, wie wir das rauskriegen. Hey, Cedric, die Küche ist immer noch nicht geputzt. Steh auf, du Schlafmütze. Du hast die ganze Nacht über nichts gemacht. Was? Ja, doch, ich habe was gemacht. Ich ich habe gar nicht. Du hast recht, ich habe die ganze Zeit nur geschlafen. Genau, genau, genau. Er ist auch schon wieder da, Mann. Hallo, Papa. Schlechten Morgen, du kleine Nervenzwerge. Oh, Mann. Heute wieder sehr grießgebig drauf, Alter. Oh, meine Schwester ist immer noch da draußen. Ich habe einen Plan, wie wir den Code rausbekommen können. Wenn du mir hilfst, nach oben gehst und die Kameras anmachst und Mama und Papa dabei filmst, wie sie irgendwas Verbotenes tun, dann können wir sie damit erpressen, dass ich die Aufnahmen an die Polizei gebe. Oh, okay. Das ist eine super Idee. Alles klar. Abgemacht. Machen wir. Ich gehe sofort hoch. Okay, ich wünsche dir aber auf jeden Fall viel Glück. Du gibst mir dein Signal, wenn du bereit bist und so weiter. Okay, okay, okay. Hier, sie geht jetzt gerade hoch an den PC. Warte, wir gucken mal ganz kurz nach. So, warte. Oh, warte, verdammt, das ist das verbotene Stockwerk. Cedric, habe ich dir nicht ausdrücklich verboten, die Treppen hochzugehen? Das bedeutet wieder 15 Minuten im Kühlschrank. Nein, ich will nicht wieder in den Kühlschrank. Ich will nicht wieder in den Kühlschrank. Kamera, ich will nicht in den Kühlschrank. Ich verweigere eindeutig, dass ich in den Kühlschrank muss. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Perfekt, denn da oben hat meine Schwester das hoffentlich aufgenommen und wir werden das Ganze der Polizei geben. Mama, Mama. Was willst du? Pass auf, ich werde dir gleich sagen, was ich will. Du bedrohst gerade ein Kind mit einem Taser und steckst mich in den Kühlschrank. Ja, und? Nun ja, diese Kamera da oben hat alles aufgenommen und das Ganze schicke ich jetzt sofort an die Polizei. Du hast was? Oh doch, natürlich. Du kannst wieder runterkommen, by the way. Gib mir einfach die Aufnahmen. Hab alles drauf und abgespeichert. Also Mama, das Einzige, was dir jetzt noch hilft, ist, dass du uns den Code für den Tresor gibst. Und wenn du es nicht tust, dann geht das Ganze direkt an die Polizei. Na warte, ich werde es dir noch heimzahlen. Hey, wenn du sobald du so aufbrausen bist, dann geht das Ganze direkt an die Polizei. Und du wirst für einige Jahre ins Gefängnis gehen. Sei nicht ruhig und gib uns den Code. Du steckst also auch dahinter? Wusste schon immer, dass meine Kinder nichtsnutze sind. Na schön. 4, 4, 2, 3. Nice, dankeschön. So, dann würde ich mal sagen, machen wir den Tresor auf. Zack, so. Das Geld nehmen wir. Hier, du kannst dir auf jeden Fall auch was nehmen, Schwesterchen. Das hast du dir wirklich verdient. Das hast du dir auf jeden Fall wirklich verdient. Ich danke dir für deine Hilfe und ich würde sagen, wir gehen mal hier raus. Ich glaube, wir sind hier nicht mehr erwünscht, Leute. Wisst ihr was? Ich würde sagen, wir geben das Ganze einfach trotzdem der Polizei, weil ihr habt es einfach verdient. Ihr habt mich jahrelang einfach schlecht behandelt und ich habe keine Lust mehr darauf. Na, warte, du kleiner Mist. Oh Mann, wir müssen weg. Fahr los, fahr los, fahr los, fahr los, fahr los. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Alter, die ist doch komplett durchgeknallt. Du kannst mich ja bei der Polizei rauslassen, wenn du magst. Das wäre nett von dir. Jupp, kein Problem. Okay, okay, dankeschön, dankeschön. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich muss jetzt der Polizei Bescheid sagen. Hey, Polizistin, ich brauche unbedingt Hilfe. Ja, klar, worum geht's denn? Passen Sie auf, ich habe hier einen USB-Stick, auf dem sind Videobeweise, wie meine Mutter mich in den Kühlschrank gesperrt hat und sowas. Was? Was für eine Mutter würde denn sowas tun? Ja, und abgesehen davon ist sie direkt hinter mir. Hey, stopp, Axt aus der Hand und Hände hoch. Sie sind verhaftet. Oh Mann, das hast du verdient, Mama. Jetzt gehst du endlich ins Gefängnis dafür, was du mir jahrelang angetan hast. Lena, wo ist der? Er muss sofort kommen. Ich habe doch keine Ahnung, wo er ist. Du weißt ja, wie er auf deine Eltern reagiert. Du musst ihn sofort finden. Ich stehe das nicht durch. Nein, 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 nein. Es sind doch nur Oma und Opa. Lena, du hast sie nicht so kennengelernt wie ich. Sie haben noch nie einen Daumen nach oben auf dem Video da gelassen. Was? Das geht doch gar nicht. Doch, es ist wahr. Und abgesehen davon sind sie ausgesprochen unangenehme Menschen. Ach, egal. Gut, Leute, wir müssen dadurch. Fiona, wann genau wollten deine Eltern nochmal anrufen? Ich bin mir nicht sicher. Es kann sich nur noch um wenige Sekunden handeln. Nein. Hallo, Mama. Und wie geht es dir und Papa? Fiona, schön, endlich mal wieder deine Stimme zu hören.
Und wie geht es dir und deinem Freund? Uns geht es toll. Wir haben ein schönes Haus, eine Tochter. Eine Tochter, also so. Sag mal, wie lange hast du eigentlich nicht mehr mit denen telefoniert? Ach, ist das Cedric, der da gerade spricht? Guten Tag, ich richte schöne Grüße aus. Ja, schöne Grüße. Ach, wo wir gerade dabei sind, ich habe mir die ganze Woche freigenommen, dass ihr mal zu uns zum Urlaub kommen könnt. Oh, das wäre... Was? 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 Wasserflüssigkeit. Banane? Nee, falsch. Ananas? Ach, egal. Das ist eine wunderbare Idee. Wir kommen natürlich. Was? Was redest du denn dann? Natürlich kommen wir. Ah, das ist großartig. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Oh mein Gott, was hab ich nur getan? Das hat ja wirklich ausgezeichnet funktioniert. Ich dachte, du willst sie abschütteln und nicht, dass wir jetzt morgen dahin fahren für eine ganze Woche. Wir kriegen das schon irgendwie hin, Cedric. Du musst einfach nur daran glauben. Oh Mann, ich wusste, dass das eine schlechte Idee ist. Deine Eltern sind furchtbar. Lena, du wirst morgen zum ersten Mal deine Großeltern kennenlernen. Und bitte erwarte nicht zu viel. Verstehst du? Die sind ein bisschen komisch, aber du wirst schon verstehen, was ich meine. Ach was, Cedric, so schlimm werde ich schon nicht sein. Ich freue mich drauf. Okay, Leute, Fiona weiß es zwar noch nicht, aber ich habe noch ein Ass im Ärmel. Aber ich habe keinen Ärmel. Das ist ein Problem. Okay, sie sind weg, Leute. Sie sind weg. Jetzt kann der Plan beginnen. Ich habe hier schon gestern Abend eine Taschenlampe platziert. So, und jetzt kann der Spaß losgehen. Fiona ist auf jeden Fall weg. Das ist schon mal gut. Gut, Leute, dann würde ich sagen... Ich muss ganz kurz abchecken. Ist alles okay? Ist alles in Ordnung? Okay, Leute. Wisst ihr was? Ich muss das Haus verlassen, ja? Ich möchte auf gar keinen Fall zu Fionas Eltern gehen, ja? Und deswegen muss es sein, ja? Ich muss sie alleine lassen. Für eine Woche oder so werde ich mit den Wölfen leben, ja? Die Wölfe, die sind vielleicht auch ein bisschen unangenehm, aber ein bisschen besser als die Familie von Fiona. Okay, Leute, wir gehen raus und wir sind frei. Mist. Ah, Cedric, schön, dass du rechtzeitig wach geworden bist. Wir haben unsere Sachen schon gepackt. Bist du bereit? Ich wollte nur ganz kurz Luft schnappen, bevor der Flug losgeht. Ich meine, ihr wisst ja, ich habe Flugangst und Platzangst und allgemein habe ich sehr viel Angst und ja. Schluss mit den Ausreden, Cedric. Hol deine Koffer und ab geht's in den Flieger. Ah, Mann, na schön. Leute, ich hätte es mir fast denken können, dass sie mich nicht einfach so gehen lassen wird. Es war schon verdächtig genug, dass sie überhaupt nicht da standen. Na schön, nehmen wir einfach schnell den Koffer mit. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal den Koffer. Oh Mann. Let's go! So, Freunde, lasst uns in unser Verderben fahren. Okay, ich weiß zwar nicht genau, warum Fiona ein eigenes Auto fährt, aber ist auch egal, Leute. Wir fahren jetzt auf jeden Fall zum Flughafen. Und von da aus müssen wir dann Fionas Eltern besuchen. Oh Gott. Okay, Leute, steigen wir einfach mal ganz entspannt ein. Komm mit, Lena. Wo ist Fiona denn jetzt hin? Fiona, ich habe das Gefühl, du solltest vielleicht nicht ein eigenes Auto fahren. Egal, komm auf jeden Fall mit. Wieso hat mir denn niemand gesagt, dass Autofahren so schwierig sein kann? Ach, egal, komm, lass uns los. Du hast uns das eingebrockt, Fiona, und du wirst es auch ausbaden müssen. Oh Mann, jetzt geht auch noch die Tür zu. Mann, heute läuft wirklich gar nichts gut. Okay, Leute, wir gehen mal ganz kurz hier rein. So, steigen in das Flugzeug. Oh Mann, ich hoffe, das wird gut funktionieren, Leute. Ich hoffe, sie werden nicht so komisch sein, wie ich sie früher in Erinnerung hatte. Ich meine, vielleicht sind sie auch gar nicht so schlimm. Ich setze mich jetzt einfach ganz entspannt auf diesen Sitz und dann warten wir einfach, bis wir da sind. Ach, ja, Cedric, da gibt es einen kleinen Haken. Ja, was denn für ein Haken? Naja, in der Stadt, wo meine Eltern leben, gibt es ja keinen Flughafen, weißt du? Was? Wie, es gibt keinen Flughafen in der Stadt, wo deine Eltern wohnen? Wie sollen wir denn dann da hinkommen? Ich hatte mir eine etwas einfachere Lösung vorgestellt. Eine einfachere Lösung? Und wie genau soll das aussehen? Oh Gott! Fiona, das machen wir nie wieder, ja? Oh Mann. Ich habe noch nie erlebt. Wo müssen wir denn jetzt hin? Oh, ich glaube, Leute, zu diesem Pool müssen wir da hin. Oh Gott. Ich hasse dich dafür. Mann, das hat doch echt Spaß gemacht. Das war ein furchtbarer Flug. Aber wo genau ist Fiona eigentlich gelandet? Lass mich mal nachsehen. Oh, ja, ich sehe sie. Sie ist im Boden. Du meinst auf dem Boden, oder? Nein, ich meine im Boden. Sie selbst. Was genau meinst du? Moment mal, ganz kurz. Fiona, was ist denn da bei dir passiert? Fiona, ist alles okay bei dir? Wie genau ist das passiert? Ich habe keine Ahnung, Cedric. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Okay, Fiona, pass mal ganz kurz auf. Wir nutzen die Magie des Videos. Ja. So, das hat ja gut funktioniert. Ich verstehe zwar nicht genau, was du gerade gemacht hast, aber danke. Stell am besten einfach keine Fragen. So, komm, lass auf jeden Fall mal losgehen. Ist das nicht das Apartment, wo deine Eltern wohnen? Augen zu und durch. Keine Unruhe zeigen, keine Schwäche zeigen. Ja, wir sind starke Männer, also ich zumindest. Und wir klingeln jetzt hier einfach. Es kommt irgendwie keine
klingeln wir einfach nochmal. Oh, da ist ja jemand. Fiona, Lena, Cedric. Hi, auch schön, euch zu sehen. Ich gehe mal direkt rein und liefere mein Gepäck irgendwo ab, okay? Moment mal, Cedric. Komm ja nicht auf die Idee, dein Gepäck irgendwo hier im Wohnzimmer hinzulegen. Okay, gut, alles klar, kein Problem. Ich werde es in das Zimmer bringen, wo wir schlafen gehen. Wahrscheinlich hier oder so. Oh Mann, Leute, okay. Alles ist gut, Leute, alles ist gut. Was geht, Mann? Ist alles fresh bei dir? Konnte Fiona nur so dumm sein, mit so einem Typen zusammenzukommen? Ja, ich hatte einen guten Flug. Danke für die Nachfrage. Oh Mann, Leute. Versteht ihr jetzt, warum ich nicht zu denen fahren wollte? Die sind total komisch und sowas. Aber ich muss sagen, die Wohnung von denen ist echt cool. Ich meine, Leute, wir haben ein eigenes Badezimmer, was irgendwie auch eine Tür zu ihnen hat und so. Aber das ist trotzdem ganz... Oh Mann, warte mal, Lena, ich muss dir mal ganz schnell was zeigen. Hast du schon diesen Pool hier gesehen? Komm mal mit. Hier ist ein riesiger Pool in einer Glaswand. Das ist mega, mega cool. Da kann man drin schwimmen und man hat auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich coole Aussicht. Das ist auf jeden Fall ziemlich entspannt und, ups. Hey, Cedric, geh raus aus meinem Pool. Okay, sorry. Ich wollte nicht in deinen Pool gehen. Also, ich wollte schon in deinen Pool gehen, aber ich wollte es nicht. Ach, egal, du weißt, was ich meine. Na schön. Lena, wie geht es dir eigentlich so? Wie läuft die Schule bei dir? Ach ja, es ist super toll. Ich habe nur gute Noten eigentlich. Ah, sie hat Fiona-Gene. Das wusste ich doch schon immer. Naja, um genau zu sein, ist sie auch zu einer Hälfte Cedric. Nein. Deine Gene sind nur die für Haarausfall sorgen. Ach komm, lass das. Es ist zu spät für Fiona, sich umzuentscheiden. Lass ihn einfach in Ruhe. Es ist nie zu spät, sich umzuentscheiden. Könnt ihr nicht einfach aufhören und Cedric in Ruhe lassen? Ja, ich habe mich für ihn entschieden. Kommt damit klar. Ach, wie du willst. Komm mit, Lena. Ich zeig dir mal die Wohnung. Das ist so dumm und komisch und ich weiß auch nicht, was ich hier... Hey, Fiona, wie geht's dir? Hi, Cedric. Ich habe mich ganz kurz mit meinem Vater ausgesprochen und weißt du was? Ihr beide solltet euch definitiv auch mal aussprechen. Geht doch einfach beide zusammen ins nächste Restaurant, esst ein bisschen was und redet miteinander. Mit ihm? Meinst du wirklich, dass das eine gute Idee ist? Ich habe ihr auch schon gesagt, dass ich das keine gute Idee finde, aber wenn sie es unbedingt will, gehst jetzt sofort mit ihm was essen oder es gibt Ärger. Ja, ist ja gut. Okay, gut, können wir natürlich machen. Komm mal mit, wir gehen in das Restaurant da gegenüber. Oh Mann, was habe ich mir jetzt nur wieder aufgetischt? Oder was hat Fiona mir aufgetischt? Das ist alles ihre Schuld. Ach, egal, Leute. Komm mal mit, wir essen auf jeden Fall irgendwas Gutes. Wahrscheinlich, hoffe ich zumindest. Wir werden mit ihm reden. Ja, wir werden ganz gemütlich mit ihm reden. Und dann erklären wir Fiona, dass es nicht funktioniert und dass ihr Vater einfach nicht zu retten ist. So, alte Menschen ändern ihre Meinung nie über irgendwas. Ja, was möchten die Herren denn essen? Ich hätte gerne eine Pizza. Was für eine Pizza? Wie groß? Was zu trinken, was zu essen. Normale Salami-Pizza einfach in mittelgroß, okay? Haha, nur Lappen essen eine mittelgroße Pizza. Ich nehme natürlich die XXL mega große Pizza. Alles klar, dauert ein paar Stunden. Okay, also, ich wollte mit dir mal drüber reden. Du magst mich ja nicht so sehr, das habe ich schon verstanden. Und das ist auch okay so, aber... Ach komm, lass es einfach hinter uns bringen. Aber diese Pizza ist nicht mal wirklich gut, die ist so trocken. Geht's dir gut? Ich krieg keine Luft mehr. Oh mein Gott, okay, steh auf. Ich helf dir. Und drauf. Danke, Mann, du hast mein Leben gerettet. Keine Ursache, das tue ich doch gerne. Moment mal ganz kurz. So, zack. Oh Mann, ich glaube, es ist ein bisschen zu spät. Naja, auf jeden Fall, wie dem auch sei. Ich hoffe, dir geht es jetzt gut. Ja, vielleicht bist du doch gar nicht so schlimm, wie ich immer gesagt habe. Es tut mir leid. Ach, das ist doch nicht schlimm. Jeder kann sich meinen Menschen irren. Ich würde sagen, dieses Restaurant hat wirklich nicht unbedingt das beste Essen und auch nicht die besten Mitarbeiter. Deswegen lass uns einfach nach Hause gehen und wir versuchen das irgendwie anders zu klären. Heureka, mein Werk ist vollbracht. Die Maschine wird jeden Menschen mobilisieren, meinen Erzfeind aus dem Weg zu schaffen. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist dieses Bild in die Maschine hinzuzufügen. Und zack. Oh nein, die Maschine funktioniert nicht richtig. Was ist hier los? Es hat funktioniert. Ich bin ein Genie. Moment mal, das ist das Foto von meinem Erzfeind. Oh nein, ich habe das Bild von meinem Lieblings-YouTuber reingegeben.
Was ein cooler Film. Da könnte man ja glatt einen Daumen nach oben da lassen. Und gefällt der Film euch auch? Ja, der Film ist wirklich gut. Mir ist schwindelig. Was ist denn passiert? Was? Fiona, geht's dir gut? Ja, mir geht es gut. Ich habe nur so ein komisches Gefühl. Ich hasse dich. Okay, na dann, dann ist ja alles normal, würde ich sagen. Nein, du verstehst nicht ganz. Ich hasse dich. Fiona, was ist los mit dir? Lena, was ist mit dir passiert? Ich weiß nicht, was los ist. Lass uns schnell verstecken. Schnell weg hier. Irgendwas stimmt mit Fiona ganz und gar nicht. Leute, wir müssen uns irgendwo verstecken. Wir müssen uns schnell ein Versteck suchen. Ich weiß nicht, wo genau wir ein Versteck finden können, Leute. So, okay. Schnell verstecken. Wo genau ist sie denn hin? Kannst du sie irgendwo sehen? Nein, ich sehe sie nicht. Ich weiß nicht, was in sie gefahren ist. Oh Gott, Leute, ich weiß auch nicht, was hier los ist, aber irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Okay. Am besten, wir gehen ganz kurz rein. Vielleicht habe ich einfach nur wieder vergessen, die Toilette zu spülen und sie ist das irgendwie eingefallen. Macht das Sinn? Ich glaube nicht, Leute. Ich glaube wirklich nicht. Okay, Lena, lass uns am besten einfach nur mit dir reden. Vielleicht funktioniert das ja. Ich weiß auch nicht, was genau mit dir los ist. Hey, Fiona. Cedric, da bist du ja. Ich habe dich den ganzen Tag gesucht. Fiona, ich will nur kurz mit dir reden. Es ist wirklich nicht so... Lena, ich wusste nicht, dass du sowas drauf hast. Ich habe schon mit 7 Jahren Karate gelernt. Wir sollten sie vielleicht irgendwo einsperren erstmal. Okay, los geht's. Oh Mann, Leute, was denkt ihr, was mit dir passiert? Lena, was tust du da eigentlich? Ach, egal, Leute, ich stelle keine weiteren Fragen. Irgendwas ist mit ihr passiert. Ich weiß zwar nicht, was passiert ist, aber vielleicht steckt die Polizistin ja dahinter. Warum laufen da draußen eigentlich irgendwelche Leute herum? Ich hasse Cedric, ich hasse Cedric. Ich muss Cedric vernichten. Was genau? Warte mal, hier sollte vielleicht ganz kurz das Haus abschließen. Was ist hier gerade passiert, Leute? Warum fangen auf einmal alle an, mich zu hassen? Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Lena, wo bist du eigentlich? Cedric, komm nach draußen und hol dir eine Tracht Prügel ab. nein, lieber nicht. Lena, wo bist du? Warum liegt sie hier? Lena, ist alles gut bei dir? Was? Ach so, ja, mir geht's gut. Oh, mein Kopf. Daran ist doch nur dieser blöde Cedric schon. Schuld. Fiona, warum hast du das getan? Was soll das Ganze? Ich weiß es nicht, aber ich habe so einen unglaublichen Hass auf dich. Oh Mann, irgendwas scheint hier ganz so gar nicht zu stimmen. Ach, wenigstens habe ich doch Lena. Sie ist die Einzige, die normal geblieben ist. Lena? Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hasse ich dich. Oh nein, Leute, okay. Ganz schnell hier raus. Egal, ob da jemand steht oder nicht, die sind sowieso ein bisschen zu langsam. Oh Mann, Leute, wir müssen sofort hier weg. Ihr müsst wissen, ich kenne hier ein Geheimversteck ganz in der Nähe. Ich muss da sofort hin. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade los ist und warum ich jeder hasse. Wir werden hier ganz ruhig ausharren und dann ist alles gut. Ich glaube, hier ist ein Geheimversteck, was aber schon lange nicht mehr benutzt wird. Okay, Leute, lasst uns mal ganz kurz in die Kameras schauen, was hier los ist. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Alter, Leute, hier fahren irgendwelche Militärwagen rum. Sind die alle auf der Suche nach mir? Ich weiß es nicht. Okay, Leute, ganz ruhig. Wir sind hier sicher. Hier in diesem Bunker soll nämlich kein Mensch finden. Das ist absolut unmöglich. Oh, hey, Cedric, gut, dass du da bist. Nicht du auch noch. Was redest du denn da für einen Quatsch? Die ganze Welt scheint mich zu hassen. Du auch? Nein, wieso sollte ich dich denn hassen? Du bist der Allerbeste. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das Bedürfnis, dir helfen zu müssen. Oh, das ist doch ganz gut. Oder etwa nicht. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Hast du irgendeine Idee, was wir machen können, um hier zu entkommen? Nein, habe ich nicht. Aber ich habe trotzdem Lust, dir zu helfen. Hast du irgendeine Idee, wie ich dir helfen kann? Oh Mann, das hilft uns auch nicht weiter. Okay, irgendwie ist das komisch. Alle Leute, die mich mögen, hassen mich auf einmal und alle, die mich nicht mochten, mögen mich jetzt scheinbar. Okay, Leute, egal. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen ausrüsten und dann wohl oder übel, Leute, müssen wir in den Krieg ziehen. Obwohl das keine so gute Idee ist. Wir müssen uns einfach der Gefahr stellen, Cedric. Sie werden dich genauso mögen wie ich, wenn sie dich erstmal richtig kennenlernen. Okay, das klingt zwar nach einem ganz schön blöden Vorschlag, aber ehrlich gesagt habe ich keine bessere Idee. Deswegen können wir das auf jeden Fall machen. Ich schaue nochmal ganz kurz nach, ob wir hier irgendwas haben, wo ich hier gucken kann, Leute. Wo haben sich die ganzen Leute versammelt? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir werden das schon irgendwie finden. Mann, die ganze Stadt sieht aus wie leergeräumt. Okay, Leute, gehen wir auf jeden Fall mal nach oben an die Oberfläche und suchen nach den Leuten. Und wir nehmen im Notfall ein paar Waffen und ein paar Bomben mit, um uns zu verteidigen. Mann, Leute, ich weiß wirklich nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber egal. Wenn die Polizistin das sagt, sollte das schon möglich sein. Was geht? Oh, da ist ja Cedric. Ich hasse Cedric. Magst du Doritos? Ich nicht. Ich habe einen Dislike auf dem Video da gelassen.
Was? Nein, ich glaube, reden ist mit ihnen nicht möglich. Was soll man denn... Hey, was machst du denn da? Lass ihn in der Ruhe, er ist toll. Geh aus dem Weg, wir haben nichts gegen dich, wir haben nur was gegen Cedric. Das hilft nicht, wir müssen hier weg. Moment mal, hörst du das? Es ist ein Helikopter. Okay, schnell, lass hier einsteigen. Oh Mann, Leute, oh Gott. Schnell, weg hier. Wer ist dieser Typ? Ich werde dich retten, Cedric. Oh Mann, bei wem sind wir denn jetzt hier drin? Und wohin genau fliegen wir? Keine Sorge, ich bringe dich in Sicherheit. Oh Mann, das hoffe ich auf jeden Fall. Also Leute, Besprechungskreis. Was ist genau passiert und was sollen wir jetzt tun? Ich kann es gar nicht glauben, meinem Lieblings-YouTuber zu begegnen. Wow! Um genau zu sein, ist es meine Schuld, dass dir das alles passiert ist. Was ist es? Es ist deine Schuld? Wieso ist es denn deine Schuld? Was hast du getan? Naja, ganz einfach gesagt, ich wollte schnell meinen Erzfeind aus dem Weg räumen und ich habe eine Maschine entwickelt, die das für mich machen soll. Und zwar, indem sie jeden Menschen dazu bringt, diese Person zu hassen und zu verfolgen. Allerdings habe ich anstelle des Fotos von meinem Erzfeind ein Foto von meinem Lieblings-YouTuber reingemacht. Und abgesehen davon hat die Maschine nicht mal funktioniert. Nur Frauen sind jetzt komischerweise sauer auf dich. Was? Du bist schuld an dem ganzen Kram, dass mich meine eigene Frau und Tochter jetzt hasst? Das wirst du noch bereuen. Moment, ich kann vielleicht das Ganze rückgängig machen. Leider ist meine Maschine kaputt und ich muss sie irgendwie wieder zum Funktionieren bringen. Irgendwie wieder zum Funktionieren bringen? Hast du vielleicht mal versucht, es an- und auszuschalten? Mann, ich bin ein verrückter Wissenschaftler. Sehe ich so aus, als wäre ich noch nicht auf die Idee gekommen, ein... Oh, Moment mal. Stimmt, ich könnte einfach die Maschine neu starten. Das ist wirklich intelligent. Gute Idee. Man merkt, dass du ein verrückter Wissenschaftler bist. Dann lass uns das doch einfach tun. So einfach ist das Ganze leider nicht. Die Maschine speist das gesamte Stromnetz der Stadt. Um die Maschine neu zu starten, müssten wir quasi das gesamte Stromnetz der Stadt neu starten. Oh, und ist das möglich? Nein, das ist unmöglich. Außer man ist ein verrückter Wissenschaftler. Komm mit. Okay. Ich vertraue diesem komischen Kauz einfach mal. Leute, was ist das für ein komischer Typ? Ach, egal. Was brauchen wir denn dafür, um das zu machen? Oh, Achtung, Leute, wir müssen uns verstecken. Wir müssen uns verstecken vor diesen komischen Autos. Das Erste, was wir brauchen, ist die Karte aus der Polizeistation. Das sollte nicht weiter schwierig sein. Okay, Leute, die Karte aus der Polizeistation. Gut, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das Einzige, was wir machen müssen, ist vorzugsweise unentdeckt bleiben. Oh Mann, Alter, warum sind so viele von denen hier unterwegs? Ganz schnell. Sie gucken gerade in eine andere Richtung. Das haben sie hoffentlich nicht gesehen. So, Leute, so. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ganz schnell hier rein. Gehen wir schnell hier rein. Ich weiß, glaube ich, sogar, wo diese Karte ist. Wir müssen einfach schnell in diese Zelle, dann hier hoch. Ups. Oh, Leute, ich bin echt nicht so gut in Jump'n'Run. Und zack, hier. Oh, Leute, bin ich zu dumm? Okay, so, alles klar. So, hier, dann hier dieses lustige Secret rein. So, warte mal, Leute, ich sehe nicht, wo wir genau lang gehen. Hier, perfekt, Leute. Und wenn wir doch dahinter gucken, dann haben wir hier diese komische Karte, die wir benutzen müssen, um... Oh, ja, danke für die Taschenlampe, das ist vielleicht gar keine so blöde Idee, um in das Stromhaus zu kommen. Okay, Leute, ist da jemand? Nein, scheinbar nicht. Wo ist dieser komische Professor denn eigentlich hin? Er hat gesagt, er will ein Auto besorgen. Ein Auto? Woher will er denn hier ein Auto bekommen? Die Mädchen haben alles abgeraten. Oh nein, wir wurden entdeckt. Ach, papalapap. Ihr wurdet natürlich nicht entdeckt. Ich bin es. Ich habe den Mädchen ein Auto geklaut. Und bevor sie es bemerken, sollte die lieber ganz schnell einsteigen und wir sollten sehr, sehr schnell hier weg. Okay. Ich mach das schon. Oh Mann, steig ein. Oh Gott, Leute, ich hätte nie gedacht, dass ich mal mit einem verrückten Wissenschaftler und der Polizistin zusammenarbeite. Muss. Aber das ist schon mal ganz gut, weil sie werden nie erwarten, dass ich in einem von ihren Autos sitze. Okay, wo genau müssen wir denn hin? Ich glaube, wir müssen zu dem Stromhaus, um halt die Maschine neu zu starten. Okay, Leute, das sieht doch schon mal gut aus. Das sieht doch schon mal gar nicht gut aus. Ich steig mal ganz kurz aus, Leute. Und wir sollten vielleicht das Ganze mal ein bisschen im Blick behalten. Ach, verdammt, Leute, sie sind da überall. Da ist Lena und da sind die ganzen... Oh, verdammt, und da müssen wir rein. Oh Gott. Okay. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Habt ihr eine Idee, wie wir da reinkommen können? Ja, nein. Ich sehe da eine Möglichkeit. Sie wissen, dass ich dich kenne. Und ich kann vielleicht zu ihnen hingehen und sie auf eine falsche Fährte führen. Das würdest du tun? Das wäre wirklich nett von dir. Okay, das kannst du ruhig machen. Okay, Leute, die Polizistin läuft da jetzt wirklich dahin und redet mit ihnen. Oh Mann, Leute, ich hoffe, das wird funktionieren. Oh Gott, das sind so viele. Wie sollen wir da jemals vorbeikommen? Sie scheinen zu reden. Okay, Leute, wisst ihr was? Während sie da reden, wenn wir einfach von oben angesprungen kommen, kommst du mit, Professor? Okay, der Professor kommt mit, Leute. Okay. Ganz einfach. Das wird ganz, ganz einfach, Leute. Es ist eine ganz, ganz einfache Aktion. Wir springen einfach hier oben hin. So.
Und dann müssen wir irgendwie... Okay, die gucken gerade alle nicht zu mir, Leute. Zack, nehmen wir die Karte, gehen hier rein und sind raus. Perfekt, das war viel einfacher als gedacht. Okay, Leute, dann müssen wir doch noch ganz kurz hier den Strom neu starten, geben das Passwort ein. So, das ist, glaube ich, so. Und zack. Professor, Professor, es hat funktioniert. Wir sind frei. Ja, Cedric. Es tut mir so leid, ich konnte nichts tun. Oh Mann, Leute, es scheint nicht funktioniert zu haben. Das war's. Was machen wir hier? Warum haben wir irgendwie Waffen in der Hand? Was ist hier los? Oh, es hat funktioniert. Ich bin der Allerbeste. Oh, Gott sei Dank. Das war ja wirklich, wirklich knapp. Oh Mann. Das war wirklich eine Erfahrung, die nicht unbedingt so toll war. So, dann kann ich die Maschine wieder reparieren und es mit meinem Erzfeind aufnehmen. Oh nein! Oh nein, ich wusste, es war keine gute Idee! Cedric, dieser Pool ist nicht groß genug für uns beide. Oh ja, da hast du verdammt recht, Leonie. Wir werden das regeln wie richtige Geschwister. Und zwar mit einer Runde Schere, Stein, Papier. Wow, Moment mal, du willst es wirklich darauf anlegen? Na schön, dann gehe ich mit. 3, 2, 1. Hey, ihr beiden, und was macht ihr gerade so? Papa, wir haben nur ein bisschen gespielt. Oh, gespielt habe ich auch immer sehr gerne. Kennt ihr schon mein Lieblingsspiel? Wer schafft es zuerst in 5 Sekunden einen Daumen nach oben und ein Abo auf dem Kanal dazulassen? Wow, das ist eine wirklich großartige Idee, Papa. Aber was ist eigentlich, wenn wir es beide in 5 Sekunden schaffen? Na dann, müsst ihr es halt nochmal versuchen. Aber Papa, das macht überhaupt keinen Sinn. Naja, okay, wenn ihr meint. Übrigens, heute kommt ein guter Freund von mir zu Besuch. Er hat sogar einen kleinen Sohn, etwa in eurem Alter. Vielleicht ein bisschen jünger. Seid bitte nett zu ihm, ja? Natürlich werde ich nett zu ihm sein, aber ob Leonie das auch ist, weiß ich nicht. Ach, hör doch auf damit, Cedric. Du weißt doch, dass Leonie ein ganz liebes Mädchen ist. Ganz genau, Cedric. Ganz liebes Mädchen bin ich. Nun dann, wir sehen uns in einer halben Stunde wieder. Okay, alles klar, wir sehen uns. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Leonie, diesmal wirst du mir das nicht vermasseln. Oh, ich werde so schlimme Sachen tun und Papa wird denken, dass alles du warst. Okay, aber bevor du das tust, werde ich das selber tun. Haha, endlich ist er weg. Und ich habe den ganzen Pool für mich alleine. Woohoo! Okay, Leute, ich weiß immer, wie das abläuft. Wenn jemand zu Besuch kommt, dann wird Leonie wieder irgendeinen komischen Kram machen, irgendwas Böses und Gemeines planen. Und dann kriege ich immer die Schuld dafür. Das ist genau ihre Masche, Leute. Seht ihr sie da, wie sie da ihre bösen Runden dreht? Ich sehe es ganz genau in ihren Augen, dass sie gerade richtig böse Pläne schmiedet. Oh ja, ich kenne dich dafür viel zu gut, Leonie. Na schön, wir müssen einen Gegenplan entwickeln. Los geht's! Ich habe leider keine Ahnung, wie man einen Plan entwickelt, aber ich finde es trotzdem irgendwie heraus. Erstmal müssen wir herausfinden, wer eigentlich zu Besuch kommt. Also, mein Junge, wir besuchen heute einen Freund von mir. Du weißt, was das bedeutet. Ja, Papa, ich weiß, was das bedeutet. Du musst wissen, er hat eine Tochter und einen Sohn, glaube ich. Und wenn du dich nicht benimmst, gibt es kein Sandy-Merch zum Geburtstag. Ja, was? Ja. Ich werde mich ja schon dran halten. Aber wieso muss ich denn da immer mitkommen? Du weißt doch, dass ich eigentlich gar keine Lust auf solche komischen Besuche habe. Da gibt es kein Wenn und Aber. Du kommst mit. Aha, da habe ich wohl eine potenzielle Schwachstelle entdeckt. Nun denn, der Sohn scheint absolut gar keine Lust darauf zu haben. Das heißt, vielleicht können wir uns mit ihm verbünden. Denn wir sind beide gegen dieses komische Treffen. Na schön. So, sie scheinen beide jetzt das Haus zu verlassen. Und das bedeutet, dass ich in Gefahr bin. Ah! Puh, das war etwas knapper, als ich wollte, Leute. Puh, okay, gut. Sie gehen jetzt auf jeden Fall zu mir nach Hause. Und... was? Sie gehen zu mir nach Hause? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss ganz schnell rüber. Okay, mein Junge, da wären wir auch schon. Hallo? Hallo, ihr beiden. Puh, das wird knapp, aber ich werde gerade noch rechtzeitig kommen. Oh, Cedric, hast du dich etwa gerade rausgeschlichen, um irgendwelche Informationen herauszubekommen? Das wird niemals funktionieren. Ich bin viel intelligenter als du. Moment mal, Leonie, was soll das denn heißen? Du bist viel intelligenter als ich. Was hast du denn getan? Na, das kannst du dir doch schon denken, oder? Während du unsere Nachbarn in einer Geheimoffensive observiert hast, habe ich dich in einer Geheimoffensive observiert. Und so habe ich dich intellektuell observiert. Und deswegen hast du keine Chance, Cedric. Ich bin einfach viel klüger als du. Okay, schon gar nicht mal so schlecht. Leonie, du bist auf eine ganz simple Idee gekommen, auf die ich auch gekommen bin. Aber das war noch lange nicht alles vom Geheimplan. Na, du wirst noch sehen, was ich für dich übrig habe. Ich bin in den Pool gefallen. Okay, gut, egal. Wir müssen die Gäste begrüßen. Hallo. Sag mal, Papa, stehen wir hier etwa ernsthaft schon seit ungefähr 5 Minuten an der Tür? Vielleicht tun wir das, mein Sohn, aber Zeit ist relativ. Das hier ist übrigens der junge Cedric. Skaden. Du weißt doch, was wir besprochen hatten, Tobias. Ja, hallo, schön, dich kennenzulernen, Cedric. Na, dann kommt doch mal rein, Leute.
Leute. Ja, schön, dich auch kennenzulernen, Tobias. Alles gut. So, okay, okay. Wir setzen uns auf jeden Fall an den, an welchen Tisch werden wir uns denn setzen? Ich meine, wir haben überhaupt keinen wirklich großen Gästetisch. Aber naja, Tobias, wie geht's dir denn? Wollen wir uns vielleicht ein bisschen unterhalten oder sowas? Ja, wir können uns unterhalten. Wir können uns zum Beispiel darüber unterhalten, dass dein Versteck bei uns zu Hause echt gar nicht mal so gut war. Was? Versteck bei euch zu Hause? Wovon redet ihr denn bitte? Hast du uns nicht ausspioniert, während ich zu Hause ein Gespräch mit meinem Vater hatte? Oder war das deine Schwester? Was? Meine Schwester? Die kann doch absolut gar nichts. Natürlich bin ich der Privatdetektiv der Stunde. Okay, weißt du was? Ich muss dir etwas ganz Wichtiges erzählen. Komm mal mit. Wir müssen irgendwo hingehen, wo wir ungestört reden können. Was? Moment mal. Na schön. Papa? Papa, wir gehen ganz kurz. Ich zeige ihm mein Zimmer. Genau. Ich wollte ihm schon mein Zimmer zeigen und so. Wir sind gleich wieder da, okay? Ach, das ist doch super, dass ihr beide euch so toll versteht. Na dann, viel Spaß euch beiden. Okay, wir sehen uns dann. So. Okay, also, was genau wolltest du mir erzählen? Die beiden halten mich also für dumm. Das ist doch wirklich toll. Papa, ich müsste ganz kurz auf Toilette. Jo, kein Problem, bis später. Okay, alles klar, wir sehen uns dann später. Also gut, was willst du mir erzählen? Worum geht's denn? Nun, Leonie ist bei uns an der Schule bekannt als ein wirklich hochnäsiges und gemeines Mädchen. Und das wäre der perfekte Moment, um ihr eins auszuwischen. Oh, aber ich meine ja, sie ist eigentlich meine Schwester. Und woher weißt du eigentlich, dass ich sie nicht mag? Nun, das ist eigentlich ganz einfach. Während Leonie dich bei einer Geheimoffensive observiert hat, wie du mich bei einer Geheimoffensive observiert hast, habe ich euch beide bei einer Geheimoffensive observiert. Ja, so ungefähr muss man das machen. Oh, what? Also, Moment mal, ich komme jetzt gerade nicht mehr wirklich mit. Also hast du uns beobachtet, während Leonie mich beobachtet hat, wie ich dich beobachtet habe? Und Moment mal, wie geht das denn überhaupt? Ich habe doch dich beobachtet. Ja, du hast recht, das würde eigentlich überhaupt keinen Sinn machen, wenn das nicht einfach ein Double von mir wäre. Wow, okay, gut, ich geb's auf. Ich glaube, du bist wirklich intelligenter als wir beide. Okay, gut, wenn das geklärt wäre, dann gibt es nur noch eins zu tun. Leonie so richtig einen auswischen. Und ich habe schon einen tollen Plan entwickelt, wie genau wir das machen können. Okay, dann lass mal hören. Wir werden sie zum Grilldienst beordern. Und dann setzen wir das ganze Haus in Brand. Und letztendlich wird jeder glauben, dass sie es getan hat. Wow, okay, das ist ein ziemlich guter Plan. Allerdings ist es nicht ein bisschen, gefährlich, mein Haus anzuzünden? Und abgesehen davon, wo soll ich denn dann wohnen? Das ist eine berechtigte Frage. Allerdings noch viel interessanter ist die Frage, wie sehr hast du Leonie? Also, sie ist schon immer sehr gemein zu mir, aber ob ich sowas wirklich tun würde? Ja, würdest du. Ja, okay, eigentlich hast du recht. Das ist eine tolle Idee. Lass uns das machen. So weit wollt ihr beiden also gehen? Na schön, dann habe ich genug gehört. Na, ihr beide könnt noch was erleben. Die Rache wird mein sein. Toilette, und wie war es auf der Toilette? Was? Wovon redest du? Na, du wolltest doch auf die Toilette, oder nicht? Oh, ja, war toll. Stellt man solche Fragen normalerweise? Nein, eigentlich nicht, aber ich hatte keine Ahnung, worüber ich reden sollte. Okay, pass auf, dann lass uns den Plan durchziehen. Wir müssen jetzt einfach nur noch ganz kurz runter ins Wohnzimmer gehen und den Leuten erzählen, dass Leonie die Grillmeisterin des Hauses ist und auf jeden Fall was grillen muss. Okay, komm auf jeden Fall mal mit. Das ist eine wirklich, wirklich super tolle Idee. Oh Mann, warum bin ich nur nicht selber auf so eine Idee gekommen? Naja, vielleicht, weil ich noch ein Zuhause haben möchte, aber das ist völlig unwichtig, wenn ich die Genugtuung habe, dass es Leonie schlecht geht. Warum sollte es mir schlecht gehen? Habe ich das gerade laut gesagt? Nichts, vergiss es einfach. Hört, hört, liebe Freund, ich habe etwas ganz, ganz Wichtiges zu verkünden. Also, eigentlich redet meine Schwester nicht so gerne drüber, aber sie ist wirklich eine Kochkünstlerin und vor allem im Grillen ist sie super gut. Oh, davon hast du noch gar nichts erzählt, Leonie. Naja, wir haben uns auch noch nicht unterhalten. Oh, ja, richtig. Und deswegen, Leonie, kannst du uns doch heute eine deiner köstlichen Chivapchichi machen oder sowas? Ja, eine fantastische Idee. Was ist das? Hahaha, der war gut, Leonie. Okay, komm, geh mal ein bisschen zum Grill und so weiter. Okay, pass auf, wir brauchen ein Feuerzeug. Wo finden wir sowas? Ich glaube, oben im Bad ist eins gewesen. Im Bad also? Na, das werde ich euch ganz schön vermiesen. Okay, das ist ein super Plan. Dann kümmere dich du um das Ganze. Also, Papa, ich hoffe, dir geht's auf jeden Fall ein bisschen gut und so. Also nicht nur ein bisschen gut, sondern so richtig gut auf jeden Fall. Ich glaube, da sind sie auf jeden Fall auch schon auf dem Weg. Also gut, hier irgendwo soll also ein Feuerzeug sein. Aber hier ist überhaupt kein Feuerzeug. Wo soll das denn hier sein? Oh, Leonie, hier ist überhaupt gar kein Feuerzeug. Was? Wow, hey, Moment mal ganz kurz. Hast du mich hier eingesperrt? Natürlich habe ich das. Was denkst du denn? Aber ich dachte, euer Plan ist... Ach, Leonie, du kennst mich, glaube ich, schlecht. Als du uns belauscht hast, während wir einen super Plan ausgeheckt haben, habe ich dich belauscht, wie du einen super Plan ausgeheckt hast. Und habe dann einen super Plan ausgeheckt. Ach, dieses Video ist total verwirrend. Jetzt wird mein super Plan in die Tat umgesetzt. Cedric hat absolut keine Ahnung, was ich vorhabe. Cheerio, ciao, wir sehen uns. Oh, verdammt.
Okay, Mann, die beiden sind schon voll lange weg. Hast du es erledigt? Was? Ja, ja, natürlich habe ich das. Ah, sehr schön, sehr gut, dass der Plan aufzugehen scheint. Aber wo ist eigentlich Leonie? Die habe ich im Badezimmer eingesperrt. Ah, sehr gut. Moment mal, was? Das war überhaupt gar nicht Teil des Plans. Doch, Cedric, das war schon immer Teil des Plans. Aber was? Nur war es nicht Teil deines Plans, sondern Teil meines Plans. Haha, Papa! Ja, was ist denn los? Weißt du, Leonie ist wirklich etwas schüchtern. Und sie redet nicht sehr gerne drüber, aber sie würde sich ultra gerne von uns adoptieren lassen. Ich soll das für sie sagen. Was? Meinst du das im Ernst? Ja, sie ist so nervös, dass sie sich schon im Badezimmer eingesperrt hat. Oh, okay. Also, damit hätte ich jetzt zwar nicht gerechnet, aber wenn das so ist, ist das natürlich kein Problem. Sie wird zwar sagen, dass sie das eigentlich gar nicht möchte, aber glaub mir, sie möchte wirklich nichts anderes lieber als das. Dann soll es so sein. Moment mal, jetzt verstehe ich auch nichts mehr. Ich hasse diesen Tobias mittlerweile noch mehr als Cedric. Gute Neuigkeiten für dich. Du wirst jetzt Teil einer tollen neuen Familie. Was soll das denn heißen? Danke für die Einladung, es war wirklich vorzüglich. Hilfe! Cedric, steh auf, ihr müsst in die Schule. Oh Mann, in die Schule schon wieder? Heute ist doch Sonntag. Nein, 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 Sonntag war gestern, heute ist Montag. Ach, das ist ja fantastisch. Oh nein, nein, es ist Montag. Oh nein, das heißt, ich muss wieder mit meiner Schwester in die Schule. Das ist gar nicht gut. Ich weiß wirklich nicht, was du gegen deine Schwester hast, aber mach dich mal fertig, iss dein Frühstück und ich werde deine Schwester aufwecken. Oh nein, Leute, okay. Ihr müsst Folgendes wissen, meine Schwester ist nicht unbedingt ganz so nett, wie sie manchmal tut. Und meine Schwester ärgert mich immer mit ihren Freunden in der Schule. Das ist so dumm. Na egal. Putzen wir uns mal ganz kurz die Zähne. Sollte gar kein Problem sein. So, zack. Papa, was machst du da eigentlich? Ja, was ist denn? Ach, nix. Vergiss es einfach. Oh Mann, da ist sie ja schon. Heute wird es wieder sehr viel Spaß machen, Cedric. Übrigens, deine Frühstücks-Doritos habe ich schon aufgegessen. Und wenn du nicht in 5 Sekunden auch einen Daumen nach oben und ein Abo auf dem Kanal da gelassen hast, werde ich auch deine Frühstücks-Doritos essen. Was hast du getan? Du hast meine Frühstücks-Doritos aufgegessen? Das geht doch gar nicht. Ach, egal, Leute. Es bringt alles nichts. Na gut, fahren wir einfach mal los. Mein Vater glaubt mir irgendwie nicht, dass meine Schwester gemein ist, aber ich mach das einfach mal. So, Mann, Papa, kannst du mich heute zur Schule bringen? Nein, heute kann ich leider nicht. Fahr einfach zusammen mit deiner Schwester. Aber sie wird mich einfach stehen lassen. Ach, Quatsch. Komm, spring auf. Na gut, dann wünsche ich euch beiden auf jeden Fall viel Spaß. Tschüss. So, jetzt muss ich erstmal die Zeitung von heute lesen. Oh, Mann, Leute. Ich hoffe wenigstens, sie meint es diesmal ernst. Ach, natürlich nicht. Oh, Mann, was kann man denn von meiner Schwester nur erwarten, Leute? Ach, na schön. Egal, dann werde ich jetzt einfach mal hinterher laufen. Ich meine, die Schule ist ja nicht allzu weit weg und ich habe leider noch kein Motorrad oder nichts anderes, womit ich fahren kann. Mann, wieso muss ich mich einfach warten lassen hier? So, und übrigens habe ich schon auf die Uhr geguckt, Leute, wir kommen bald zu spät. Na, wo willst du denn hin? Lass mich bitte schnell durch, ich komme zu spät zur Schule. Och, gehört so ein kleines Kind wie du nicht in den Kindergarten? Hey, Leute, lass es sein, ich muss hier durch, bitte. Ich glaube, wir müssen den Kindergarten melden, dass eins ihrer gefährlichsten Babys ausgebrochen ist, nicht wahr, Jungs? Na, dann ab in den Kindergarten mit ihm. Was meinst du? Hey, was soll das denn? Wo bringt ihr mich denn hin? Wir bringen dich in den Kindergarten, wo du hingehörst. Oh Mann, ihr seid voll gemein. Oh, viel Spaß, Kleiner. Bis dann. Ciao. Oh Mann, diese gemeinen Idioten. Was geht eigentlich bei dir? Was machst du gerade hier? Was ist passiert? Was machst du hier? Bist du nicht ein bisschen zu alt für den Kindergarten? Ja, ich bin zu alt für den Kindergarten. Sehe ich aus, als wäre ich so ein kleines Kind? Ich muss eigentlich in die Schule, aber die Leute lassen mich nicht rein. So, gemeine Mama also. Na, denen muss ich mal zeigen, wie das ein harter Mann macht. Ja, das ist eine wunderbare Idee. Kennen Sie zufälligerweise einen harten Mann? Ja, er steht gerade vor dir. Echt? Wahnsinn! Wo ist er denn? Ich kann ihn nicht sehen. Ist es ein unsichtbarer harter Mann? Ach, komm schon, ich rede von mir. Ach so, okay, also, ich weiß nicht, ich finde es, naja, du kannst es gerne mal probieren, wenn du möchtest. Perfekt, dann lass uns losgehen. Okay, Leute, vielleicht klappt das ja. Ich meine, man kann es ja mal versuchen. Vielleicht ist er wirklich etwas krasser, als er aussieht. Was passiert jetzt hier? Hey, ihr beiden, hört auf, den Kleinen zu ärgern. Mann, wer hat dich denn jetzt geschickt? Bist du etwa der Babysitter? Alter, guck dir den Lauch doch mal an. Was willst du uns denn sagen? Och, Mann, ich wusste, dass ich zu nichts gebrauchen bin. Es ist so traurig. Ja, gut, netter Versuch, Kleiner. Deine Schwester hat uns darum gebeten, dass wir hier Schmiere halten, dass du auf jeden Fall bald von der Schule fliegst. Kann doch nicht dein Ernst sein. Okay, Leute, okay. Ich habe noch einen Plan
C, sagen wir mal Plan C. Ich weiß natürlich auch was von den Hintereingängen, ne? Das ist nämlich ganz, ganz easy, Freunde. Wir müssen einfach nur hier hoch, da oben natürlich lang, hier hinten einfach rein und sich dabei nicht die Beine brechen, hoffentlich. Und schon sind wir drin und können jetzt trotzdem in den Unterrichtssaal gehen. Oh Mann, Leute. Haha, ihr seid ganz schön dumm. Er wird nie an uns vorbeikommen, richtig? Ja, ja. Dafür sind wir viel zu aufmerksam. Na gut, gehen wir mal auf jeden Fall schnell in den Unterricht. Wir sind schon ein bisschen zu spät gekommen und ich bin da. Ah, Cedric, schön, dass du es auch geschafft hast. Was? Wie ist das möglich? Kriegt er dafür keinen Strafeintrag? Ach nein, Cedric ist immer pünktlich und nur weil man an einem Tag mal nicht rechtzeitig kommt, ist doch alles nicht schlimm. Ah, Mist, schade, es hat nicht funktioniert. Mach dir keine Sorge, ich habe noch ein paar Ideen auf Lager. Oh Mann, Leute, was hat sie denn jetzt schon wieder vor? Und das ist der Grund, warum man niemals destilliertes Wasser trinken sollte. So, das war's mit dem Unterricht. Den beiden Vögeln werde ich was erzählen. Was genau meint sie damit? Meint sie die beiden davor? Okay, Leute, lass uns mal hinterher schauen. Ich möchte mal wissen, was sie genau da bespricht. Okay, Leute, lass uns mal einen Blick darauf werfen. Vielleicht finden wir irgendwas heraus. Also, er ist hier definitiv nicht durchgekommen. Habt ihr Deppen schon mal darüber nachgedacht, dass das Schulgebäude mehr als einen Eingang hat? Oh, das muss uns entfallen sein. Na schön, macht nichts. Ich habe noch einen viel besseren Plan. Aha, so ist das also. Oh, Leute, okay, okay. Ich muss ganz kurz hier rein. Ich muss mich verstecken. Oh Mann, ich hoffe, sie hat mich nicht gesehen. Haha, das sieht doch schon mal gut aus. Und, hat's geklappt? Es hat genauso funktioniert, wie du es geplant hast. Er ist wirklich drauf reingefallen. Und ihr meint wirklich, dass sich Cedric hinter dieser Tür befindet, in dem Raum, in dem er nicht rein darf? Oh Gott, Leute, ich muss mich ganz schnell verstecken. Oh Gott, ganz leise sein, Leute, ganz leise. Cedric, bist du hier drin? Scheinbar nicht. Nee, da scheint er nicht drin zu sein. Echt nicht? Ich hätte schwören können, dass er... Darf ich nicht einmal kurz selber nachschauen? Nein, leider nicht. Kein Zutritt für Schüler erlaubt. Aber warum unternimmst du so viel gegen deinen eigenen Bruder? Das verstehe ich nicht so ganz. Ach, nichts. Ich will einfach nur, dass ich an die Regeln gehalten wird. Verstehen Sie? Ich gehe da mal wieder in den Unterricht. Okay, dann viel Spaß euch beiden. Seltsam. Okay, Gott sei Dank, Leute, Gott sei Dank, sie scheinen weg zu sein. Dann hat das doch ein bisschen besser funktioniert, als ich dachte. Moment mal, ist das nicht der, den wir suchen? Gott sei Dank, Mann, die sind alle so blöd, die kriegen das überhaupt nicht hin. Oh, da haben wir dich. Oh, Mann, ich hatte gehofft, dass es funktioniert. Wir waren so kurz davor, Leute, auch nee. Na schön, egal, dann ist es halt so. Wir werden schon irgendeinen anderen Weg finden. Die haben mich schon wieder rausgeschmissen, Leute, aber es gibt noch einen Plan D, wenn ich das mal so sagen könnte. Denn, Leute, wenn ich als Cedric nicht reinkomme, ja, wieso sollte ich nicht einfach als anderer Mensch reinkommen? Und zwar als Colonel Fanfort. Denn niemand wird einem Colonel Fanfort den Weg versperren. Hey, Moment mal, wer bist du und warum willst du rein? Ich bin Colonel Fanfort, ja? Und ich muss hier sofort durch, in einem wichtigen Auftrag für die Regierung. Was meint ihr da? Keine Ahnung, hört sich irgendwie wichtig an. Ja, ja, ganz wichtig. Ich komme mit einem Auftrag von der Regierung. Und was genau verrät uns das, du nicht Cedric bist in deiner Verkleidung? Ich habe ein Bart. Hast du doch überhaupt nicht. Doch, doch, natürlich. Hier, einen Moment. So, hier, gucken Sie mal, da ist mein Bart. Oh, okay, es tut uns leid. Wir lassen Sie sofort durch. Ja, ja, besser ist es. Man sollte nie einem Colonel Fanfort in den Weg stehen. Okay, Leute, perfekt, das hat super gut geklappt. Oh Mann, jetzt können wir endlich wieder in den Unterricht. Und jetzt die Seite 3 öffnen und da die Aufgabe. Oh mein Gott, Colonel Fanfort, schön, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Was sagst du? Ach so, natürlich, einen Moment bitte, ganz kurz. So, ich bin wieder da, ich bin wieder da. Oh mein Gott, Cedric, gerade war Colonel Fanfort hier zu Besuch. Echt, ist ja Wahnsinn. Habe ich gerade verpasst. Naja, schade. Egal. Machen wir auf jeden Fall mal weiter mit dem Unterricht. Okay, jetzt reicht's mir. Nach der Stunde kannst du was erleben. So, und das war's mit der Stunde. Perfekt, dass wir auf jeden Fall schon wieder nicht zu spät gekommen sind. Oh Mann, Leute. Das ist wirklich, wirklich gut. Und ich freue mich mega drauf, dass ich, was willst du von mir? Du wirst jetzt gewaltige Probleme bekommen, mein Freund. Was genau meinst du denn damit? Ich will dir nur sagen, dass du in ganz großen Schwierigkeiten bist, mein Freund. Ich hasse dich und ich will dich weghaben. Wenn Papa gemerkt hätte, dass du schlecht in der Schule bist, dann hätte er dich vielleicht auf ein Internat geschickt oder sowas. Dann muss ich dich wenigstens nicht mehr sehen. Moment. Wir können das auch friedlich lösen. Moment mal ganz kurz. Papa, was machst du denn hier? Ich habe alles mitgehört. Euer Lehrer hat mich vor der Stunde angerufen, dass ich vorbeikommen soll, weil er meinte, dass irgendwas nicht stimmt. Und jetzt verstehe ich, was los ist. Ich habe Cedric nie geglaubt, aber jetzt weiß ich es. Du bist wirklich böse. Nein, so ist es nicht. Es sieht nur so aus. Wenn du nicht bei deinem Bruder wohnen willst, ist es okay. Aber dann kannst du auch nicht mit mir zusammen wohnen. Oh Mann, Papa, gut, dass du gekommen bist. Das war wirklich gerade rechtzeitig. Okay, Cedric, komm, lass uns nach Hause gehen. Wir sind hier fertig. Cedric, ich sehe dich da noch rumliegen. Komm sofort her. Oh, was? Oh Mann, ich habe nur 2 Stunden geschlafen. Das ist mir doch egal, Cedric. Komm sofort runter. Du musst gleich zur Schule. Oh Mann, ja, ich komm ja schon. Ist ja alles gut. Hallo, Papa. Cedric, du darfst nicht so oft verschlafen. Du weißt, ich habe keine Lust, nochmal auf irgendein Elterngespräch zu gehen. Ja, ist ja gut. Du musst nicht so unfreundlich sein, Papa. Oh Mann, Alter.
ich brauche noch meine Schulsachen. Moment, ich muss noch mal wieder ganz kurz hoch. Wo ist Mama eigentlich denn wieder hin? Ach, die darf noch schlafen, oder was? Und ich nicht? Oh, Mann. Ja, was denkst du denn, Cedric? Wenigstens habe ich einen Daumen nach oben und ein Abo auf dem Kanal da gelassen. Oh, Mann, das habe ich doch auch. Okay, im Tresor ist es nicht. In irgendeiner dieser Kisten muss es sein. Vielleicht hier. Okay, ich habe ihn gefunden. Perfekt. Wow, oh, Mann. Cedric, fall gefälligst woanders hin. Ja, tut mir ja leid. Ich gehe ja schon sofort los. Leute, meine Eltern sind manchmal wirklich ein bisschen komisch. Na, wenigstens geht's mir gut, Leute. Also, ich würde dennoch sagen, hallo, was machst du denn so alleine hier? Hallo, meine Mama und mein Papa haben mich rausgeschmissen. Was haben sie gemacht? Das geht doch gar nicht. Und wieso bist du dann jetzt hier an der Bushaltestelle? Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Im Kindergarten sagen sie immer, sie möchten mich hier nicht. Okay, weißt du was? Ich kann dich doch sicher in die Schule mitnehmen oder sowas. Das müsste auf jeden Fall funktionieren. Und dann können wir vielleicht gucken, ob wir irgendwas für dich finden. Das würdest du tun? Oh, dankeschön. Ja, klar würde ich das tun. Komm mit, Kleine. Oh Mann, das ist ein kleines Baby, was einfach rausgelassen wurde. Na schön, egal, Leute. Ich würde sagen, wir gehen ganz kurz in die Schule und danach schauen wir mal, ob wir irgendwie helfen können. Was haben wir denn heute für einen Unterricht? Ich glaube, wir haben, was ist das denn für ein Unterricht? Ah, da ist der erste Schüler. Herzlich willkommen zum Selbstverteidigungsunterricht. Hallo. Oh, mit dem Baby darfst du aber hier nicht rein. Was? Och, Mann, ich gehe ja schon. Nein, 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 du bleibst hier, du bleibst hier. Stopp, 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 stopp. Ganz ruhig, ganz ruhig. Nur weil dieser komische Typ sagt, dass du das Klassenzimmer verlassen sollst, dann musst du das doch nicht tun. Und ich werde mich weiterhin um dich kümmern. Ja, es ist alles gut. Okay, wenn du das sagst. Ganz ruhig, Kleine, wir finden schon irgendeinen Weg. Übrigens, wie heißt du eigentlich? Ich, heiße Mika. Mika, okay, super. Warte ganz kurz hier draußen. Währenddessen werde ich mich darum kümmern, diesen Polizisten mal ordentlich meine Meinung zu geigen. Hey, du! Was willst du? Ich wollte mich entschuldigen, dass ich ein Baby in den Unterricht gebracht habe. Das wollte ich dir schon immer mal sagen. Oh, okay, na gut. Nein, das wollte ich überhaupt nicht sagen. Ich wollte sagen, wie kannst du nur ein kleines Baby aus dem Unterricht rausnehmen? Das ist, ich habe sie gerade gefunden und... Magst du es etwa mir zu widersprechen? Na schön. Also, liebe Schüler, heute machen wir einen Selbstverteidigungskurs. Heute ist unser Spezialgast Cedric. Moment mal, was? Was meinst du? Oh, oh Gott, ich habe dich doch nicht mal angegriffen. Double KO. Oh Mann, das geschieht ihm so recht. Er ist so ein Idiot. Oh, Cedric, bleib lieber liegen. Oh Mann. Na schön, dann verlasse ich jetzt einfach den Unterricht. Mika, Mika, wo bist du? Oh, da bist du. Okay, ich dachte schon, ich hätte dich verloren. Nein, ich habe hier gewartet, wie du gesagt hast. Okay, weißt du was? Die Schule ist nicht so unbedingt der beste Ort, zu dem wir vielleicht gehen sollten. Deswegen sollten wir vielleicht lieber zu mir nach Hause gehen. Vielleicht finden wir irgendwo ein nettes Plätzchen für dich. Okay, gut. Okay, weißt du was? Komm mit. Und da werden wir das auf jeden Fall hinbekommen, dass wir irgendwo einen kleinen Platz für dich finden, weißt du? Und naja, du wirst meine Eltern... hallo? Mika, alles gut? Ich bin so klein, Cedric, ich kann kaum noch laufen. Oh, ach so, darüber habe ich gar nicht nachgedacht, wenn ich ehrlich bin. Kein Problem. Weißt du was? Spring auf. So, das sollte auf jeden Fall jetzt ein bisschen schneller gehen. Wuhu, los geht's. Oh Mann, also was ich sagen wollte ist, du wirst meine Eltern jetzt kennenlernen. Sie werden dir vielleicht ein bisschen unfreundlich vorkommen, aber im Grunde genommen sind sie... Ja, eigentlich sind sie es auch, ja. Okay, ich würde trotzdem sagen, wir gehen mal rein und schauen nach, wie es ihnen geht. Hallo, Papa. Cedric, ich habe dir doch gesagt, du darfst keine Puppen mit nach Hause nehmen. Papa, das ist keine Puppe. Das ist, Mika. Ich habe sie heute gefunden. Und du bringst uns irgendwelche obdachlosen Kinder hier nach Hause. Wer sind wir denn hier? Ein Wohlfahrtsverein oder was? Ich wollte nur, dass sie ein Dach über den Kopf hat. Ich würde sie auch verstecken. Ihr würdet sie nicht mal sehen. Meine Antwort ist nein. Bring sie zur Müllabfuhr, wo sie hingehört. Papa, ich... Okay. Warte mal, Mika. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Die gucken sowieso nie bei mir oben vorbei. Abgesehen vielleicht von dieser komischen Kamera, aber da können wir ja eventuell was machen. So, pass auf, ich werde diese Kamera mal ganz kurz so, zack, kaputt machen und du kannst so lange hier bleiben, wie du möchtest. Und ich sollte jetzt aber trotzdem wieder zurück in die Schule, weil sonst fragen sich die Leute schon, wo ich abbleibe. Okay, danke schön, Cedric. Es ist zwar immer noch nicht perfekt, aber besser als davor. Keine Sorge, Mika, alles wird gut. Zum 300.000. Mal, Cedric, hör auf mich zu fallen. Ja, sehr gut, es passiert halt, meinte ich mal. Oh, ist das für mich? Nein, das ist alles für mich. Oh Mann, als ob du so 5 Gerichte aufisst. Na schön. Gut, Leute, dann gehen wir mal wieder zurück in die Schule und ich hoffe mal, dass es heute ein bisschen besser läuft. Okay, Leute, das war ein wirklich, wirklich entspannter Schultag. Letztendlich war er nicht so gut, aber ich meine, es gibt auch wirklich schlimmere. So, ich will jetzt auf jeden Fall nur noch herausfinden, wie es Mika geht. Hau ab, du Göre! Moment mal, Papa, was war das denn? Oh Mann! Wir nehmen keine Obdachlosen bei uns auf, Cedric, das habe ich dir doch schon mal gesagt. Und weißt du was? Weil du sie ja so gerne magst, kannst du doch selber mal gucken, wo du schläfst. Ich glaub's auch nicht, ey. Was soll das denn heißen? Das bedeutet, dass du hier nicht länger wohnst. Was? Das kann doch nicht dein Ernst sein, du... Okay.
Okay, weißt du was, Mika? Komm mit. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Mama, lässt du das einfach so zu? Ja, wieso nicht? Dein Vater trifft eigentlich immer vernünftige Entscheidungen. Na, wartet, Leute. Wir sehen uns nie wieder. Ich werde meinen eigenen Weg gehen und meine eigenen Ziele verfolgen und Träume verwirklichen. Ehrlich gesagt, habe ich absolut gar keine Ahnung, wo ich gerade bin und was ich hier gerade mache. Okay, weißt du was? Wenigstens du sollst es gut haben, Mika. Wir gehen mal in den Kindergarten und gucken mal, ob wir da vielleicht irgendeinen Platz für dich finden. Okay, da wären wir auch schon. Hallo. Ah, neue Besucher. Schön, euch kennenzulernen. Wie geht's euch? Uns geht's, ehrlich gesagt, gar nicht mal so gut. Mika, wo bist du? Achso, da bist du. Na, was wollt ihr, Leute? Also, um genau zu sein, ist Mika ein kleines Mädchen, das kein Zuhause hat. Und ich habe unter anderem auch keins. Oh, das ist traurig zu hören. Und du bist der Vater? Was? Nein, bin ich nicht. Ich habe sie nur an der Bushaltestelle gefunden und ich wollte sie einfach hierher bringen. Oh, da hätte ich ein wundervolles Angebot. Für dich leider nicht, weil du ein bisschen zu alt bist, aber die Kleine kriegen wir hier sicher irgendwo unter. Okay, das wäre super. Dann würde ich dich hier lassen, Mika. Aber wo gehst du denn dann hin? Ich weiß es nicht. Vielleicht werden mich meine Eltern irgendwann wieder aufnehmen. Vielleicht doch nicht. Keine Ahnung. Aber Cedric, ich möchte dich nicht alleine lassen. Du wirst es schon hinbekommen. Er wird dich sicher sehr gut behandeln. Sehr gut behandeln ist mein Spezialgebiet. Genau, so hätte ich es jetzt nicht gesagt, aber ist schon in Ordnung. Aber wir sehen uns sicher irgendwann wieder. Ich lasse dich dann mal hier. Ich will nämlich, dass du glücklich wirst. Und naja, was mit mir ist, das müssen wir halt mal sehen. Also gut, Leute, ich werde vermutlich irgendwo einsam auf irgendeinem komischen Platz sein und warten, bis irgendwas passiert. So, das Einzige, was ich dafür brauche, sind ein paar Zeltfetzen. Und daraus kann ich mir etwas sehr, sehr Cooles... Mika? Cedric, ich möchte da nicht sein. Die sind so komisch. Ich möchte lieber bei dir sein. Oh Mann, Mika. Es ist wirklich ein bisschen schwierig, aber... Okay, wie du meinst. Wir müssen irgendwie ein Zelt oder sowas finden, damit wir hier ein bisschen übernachten können. Ich weiß zwar nicht genau, wo wir sowas finden, aber sicher sollte sich hier irgendwo irgendwas finden lassen. Lass einfach mal ganz kurz die Häuser abchecken. Ach so, du kannst übrigens wieder auf meinen Rücken, wenn du möchtest. Okay, hier finden wir, glaube ich, nichts Sinnvolles, außer ein bisschen Eis. Aber Eis habe ich jetzt irgendwie gerade nicht so wirklich Lust drauf. Was haben wir hier? Wow, okay. Bitte einmal wie üblich. Aber wie oft muss ich dir denn noch erklären, dass du keine Haare hast, Mann? Ach, verflixt. Das macht doch gar keinen Sinn. Dann gehe ich halt. Mann, so ein schlechter Friseur. Oh, hey, ihr beiden, wollt ihr eine neue Frisur haben? Nein, nicht unbedingt. Eigentlich brauchen wir eher irgendwas, wo wir wohnen könnten oder so. So ein Zelt oder sowas in die Richtung. Ach so, das erklärt wahrscheinlich auch, warum ihr durch den Hintereingang gekommen seid. Doch, sowas hätte ich. Echt? Wirklich? Das ist ja wunderbar. Das könnten wir auf jeden Fall gebrauchen. Das wäre super. 1A Spitzenqualität und zum Spitzenpreis nur 20 Euro. Ah, oh. Naja, das Problem ist, wir haben leider gar kein Geld. Wirklich gar keins? Naja, wisst ihr was? Eigentlich bin ich sowieso Friseur und kein Zeltverkäufer. Also nehmt es einfach gerne mit. Danke, Mann. Das werde ich dir wirklich niemals vergessen. Oh, Mann. Das ist ja super, super nett von ihm. Ja, der war mega nett, der Friseur. Was für ein Friseur? Und woher habe ich eigentlich dieses Zelt? Ach, egal. Kein Problem, Leute. Man muss sich ja immer mit dem Schicksal zufrieden geben. So, aber jetzt, wo wir ein Zelt haben, können wir Gott sei Dank hier ein Zelt platzieren. Und dann haben wir auf jeden Fall ein Zuhause. Tja, ist zumindest besser als die Bushaltestelle. Da hast du auf jeden Fall recht. Wobei, sag mal, was bringt eigentlich dieses Zelt, wenn überhaupt... Ich meine, wenn es regnet, dann regnet es einfach durch die beiden Dinge. Ach, egal, Leute, beschweren wir uns einfach nicht darüber. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum uns der Friseur das Zelt gegeben hat. Ein Friseur hat uns das Zelt gegeben? Hm. Puh, oh Mann, es wird langsam spät. Weißt du, wir sollten uns vielleicht langsam mal ins Bett legen. Platzieren wir uns noch ganz kurz einen Schlafsack und für dich auch noch einen. Super. Na, dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine gute Nacht. Mika, man sieht dich fast gar nicht mehr. Ja, der Schlafsack ist ein bisschen groß, aber ich komme damit schon zurecht. Ja, wenigstens hast du es gemütlich da drin. Na, dann würde ich sagen, gehe ich auch mal in meinen und wir sehen uns morgen wieder. Gute Nacht. Oh Mann. Und hier sehen Sie die faszinierende Stadt von Brookhaven bei Nacht. Fantastisch, hahaha. Wow, was für eine coole Nachtwanderung. Ey, ich habe sowas noch nie gemacht. Ja, wirklich cool. Zu Ihrer Rechten sehen Sie eine Straße. Faszinierend. Und zu Ihrer Linken sehen Sie das Zelt von Brookhavens stadtbekanntem YouTuber Sadie und seiner Ziehtochter Mika. Faszinierend. Moment mal, ist das nicht traurig? Schreiten wir nun fort mit dem weiteren Verlauf der Nachtwanderung. Aber Moment mal, die beiden kann man doch nicht hier alleine lassen. Ja, das sehe ich ganz genauso. Wir müssen ihnen irgendwie helfen. Ganz wichtig, füttern verboten. Wow, daran merkt man, dass du wirklich nur eine Maschine bist. Komm, lass uns mal aufwecken.
Wow, Alter, wow, hey, was macht ihr denn hier? Hey, ihr beiden, das ist Leonie und ich bin Theobald. Theobald? Was ist denn das für ein komischer Name? Wow, danke schön. Ihr beide seht aus, als ob ihr Hilfe braucht. Nein. Doch, natürlich brauchen wir Hilfe. Ja, okay, gut, vielleicht brauchen wir ein bisschen Hilfe. Wenn ihr kein Zuhause habt, könnt ihr gerne bei uns wohnen. Wir haben ein wunderschönes Anwesen. Oh ja, das wäre super. Echt? Das würdet ihr machen? Natürlich, kommt mit, ihr beide. Kein Mensch sollte auf der Straße leben müssen. Okay, na schön, dann geht mal vor, ich komme nach. Oh Mann, vielleicht haben wir bald eine neue Familie. Und zu ihrer Rechten sehen wir wieder eine Straße. Hey, Moment mal. Ah, ich hasse Menschen. Okay, wann wären wir denn da? Ich meine, hier ist doch nur das Rathaus. Was? Na klar, denn ich bin ja schließlich auch der Bürgermeister. Oh, was? Moment, du bist der Bürgermeister von Brookhaven? Und du möchtest uns adoptieren? Aber sicher doch, ich meine, warum denn nicht? Ja, da hat er eigentlich recht. Ihr könnt hier so lange bleiben, wie ihr wollt. Oh, was? Alter, Leute, schaut euch das mal an. Das Rathaus ist ja wirklich sehr schön. Gut, ich meine, wir kriegen es auf jeden Fall schon irgendwie hin, hier zu wohnen. Aber Leute, das ist ja wirklich, wirklich cool. Ja, das ist super. Danke, dass du nie aufgegeben hast, Cedric. Natürlich, ich habe letztendlich auch nie aufgegeben. Also, naja, gut, eigentlich haben sie uns aufgelesen, aber egal. Ich würde trotzdem sagen, liebe Freunde, das war's mit der heutigen Folge Roblox Brookhaven. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ein Abo auf den Kanal da, um keine Videos mehr zu verpassen. Haut rein und ciao!